Und so soll es dann aussehen am Ende. Das heißt, die Wände müssen runter und die neuen müssen rein. Und am besten sieht es dann so aus. Wir schauen mal. Kurzes Update. Gestern hat nicht alles so funktioniert, wie ich es wollte. Aber wie ihr seht, die Hechtköder von Lieblingsköder sind alle an der Wand, inklusive der Bleiköpfe. Was leider nicht funktioniert, dass die Rückwände, die Hecht, die uns Lieblingsköder mitgeliefert hat, passen leider nicht in unsere Ständer. Da werden wir uns dann noch was einfallen lassen. Aber bis dahin hängen wir trotzdem alles auf. Und jetzt haben wir es geschafft. Alles da für Hecht, Zander, Barsch und Co. Ich freue mich auf eure Besuche.